Yes, have fun and enjoy the session. Ja. Ja, hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid. Hört, könnt ihr mich so hören? Ja? Okay. Nein? Jetzt besser? Okay. Ja, also willkommen zu der Vorlesung Almighty DNA, was die Tatort-Wahrheitsmaschine mit Überwachung zu tun hat. Wir begrüßen euch vom Genethischen Netzwerk, eine Organisation, die schon seit 25 Jahren kritisch zu verschiedenen Bereichen der Gentechnologie arbeitet. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit Leuten vom Chaos Computer Club eine Kampagne gemacht, die da hieß DNA-Sammelwut stoppen und auch immer noch so heißt. Es geht hier um einen Bereich der Vorratsdatenspeicherung, der nicht so breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird wie in den Kommunikationstechnologien, nämlich die biologische Vorratsdatenspeicherung, die Speicherung von DNA-Profilen in den polizeilichen Datenbanken. Und zum Einstieg dazu, um ein Gefühl dafür zu bekommen, haben wir einen kleinen Film, den ihr euch angucken könnt. Den haben wir in Kinos während der Kampagne auch überall gezeigt, in Deutschland, bundesweit. Nee, geht nicht. Na, dann können wir eventuell jetzt, kannst du ihn direkt zeigen, oder? Ja, vielleicht kann ich so lange schon was zu der Kampagne sagen. Wir haben das mit verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen, Datenschutzorganisationen eben das Thema der Expansion der polizeilichen Datenbanken in Angriff genommen, haben einen offenen Brief an Leuthäuser Schnarrenberger geschrieben, vor allem also nicht so sehr um zu hoffen, dass sie da wirklich die Datensammelwut einschränkt, sondern eher um viele Organisationen nochmal auf das Thema aufmerksam zu machen und haben den am Tag der Grundrechte übergeben. Die Reaktion war mäßig von ihr und wir haben aber auch viele Aktivitäten mit unserem überdimensionierten Wattestäbchen unternommen, das durch ganz Berlin und auch Hannover gezogen ist und informiert hat über polizeiliche DNA-Sammelwut. Jetzt nochmal der zweite Versuch. Ja, leider ohne Sound. Naja, das ist gut, das ist die Website, die könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Alle weiteren Fragen, www.fingerwegvonmeinerdna.de, ihr habt sehr viel Materialien zu dem Thema. Jetzt zur Struktur des Vortrags. Ich werde erstmal ein bisschen einführen, was ist überhaupt DNA-Profilanalyse, was wird da gespeichert in den polizeilichen DNA-Datenbanken, wie ist der Stand der Expansion dieser Datenbanken. Was ist das? International und Deutschland, wie ist die rechtliche und politische Situation in Deutschland? Also ganz kurz ein Überblick. Als zweiter Punkt wird Uta dann was zu unseren Kritikpunkten sagen, was ist das Problem an der DNA-Datensammelwut? Und als dritten Punkt, ich hoffe, wir kriegen den Sound noch etwas anders hin, als dritten Punkt werden wir so ein paar Schlaglichter auf unsere Kampagne werfen. Also jetzt erstmal machen wir vielleicht das nächste Bild gleich. Erstmal kurz, was ist überhaupt, was wird überhaupt bei so einer DNA-Profilanalyse analysiert? Wenn von Speichel oder Blut oder Sperma Proben genommen werden oder insbesondere auch von Hautabrieb, das ist eigentlich das, was heute am allermeisten gemacht wird, dass Dinge, die angefasst wurden, Papier, Gegenstände, nach minimalsten Partikeln von Haut untersucht werden und davon auch DNA-Analysen gemacht werden. Und da findet sich an der DNA auf bestimmten Stellen sogenannte Short Tandem Repeats. Das sind einfach bestimmte Stellen auf der DNA, wo sich bestimmte Basensequenzen unterschiedlich oft wiederholen.
Das heißt, dass, weil die DNA immer als Doppelstrang vorliegt, ist an einer Stelle, an einem Locus, heißt das auch, zwei verschiedene Schienen oft Wiederholungen einer Basensequenz gibt. Daraus wird dann so eine Art Zahlencode gemacht. In diesem Fall hätte diese Stelle den Zahlencode 11 und 7. Und diese beiden Zahlen werden dann sozusagen in die Datenbank eingegeben. Es wird aber nicht nur eine Stelle untersucht, weil das schon relativ oft in der Bevölkerung vorkommt, diese Häufigkeit der Wiederholung, sondern es werden halt kombiniert verschiedene Stellen untersucht. Je nach polizeilichen Standards in verschiedenen Ländern unterschiedliche Stellen. In Deutschland, vielleicht das nächste Bild, werden 8 Stellen zurzeit untersucht, plus es ist auch seit einigen Jahren erlaubt, das Geschlecht zu untersuchen. Das heißt, es ist erstmal ein Verfahren der reinen Identifizierung, also wird es auch vorgegeben, weil diese Short-Tandem-Repeats nicht auf den Genen liegen, also nicht direkt kodierende DNA sind, sondern die gilt zumindest bis heute mehr oder weniger als nicht kodierende DNA, das ist aber auch inzwischen umstritten, da wird Uta vielleicht auch noch was zu sagen. Gut, das ist erstmal so, was wird denn da gemacht? In verschiedenen Ländern werden unterschiedliche Standards da genommen. Die EU hat insgesamt 6 Stellen sozusagen, die international gemeinsam abgeglichen werden sollen. 6 oder 7. Und das soll auch erhöht werden, weil nämlich, das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsberechnung, in der Bevölkerung kommen alle diese Wiederholungen öfters vor. Und je mehr Loki es sozusagen gibt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch jemand anders genau dieselbe Profile hat, aber es gibt immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch noch andere Leute die, also 8, dieselben 8 sozusagen Identifizierungsmuster haben. Und das ist auch bei großen Datenbanken ein Problem, dass es immer wieder falsche Treffer, immer wieder doppelte Treffer gibt. So ist besser? Okay, alles klar. Ah, daran liegt das. Gut, dann machen wir mal kurz einen Blick auf die internationale Situation der polizeilichen DNA-Datenbanken. Inzwischen ist es so, dass es 56 Länder, oder inzwischen, das ist von, glaube ich, 2008, inzwischen gibt es ungefähr in 60 Ländern polizeiliche, zentrale DNA-Datenbanken, staatliche Datenbanken. Ihr seht, dass es am Anfang noch mehr die Industrieländer, Europa, Nordamerika, China, Südafrika waren, die am meisten gesammelt haben. Aber inzwischen gibt es eine Expansion, auch mit Unterstützung der Softwarefirmen, auch unter anderem mit FBI-Unterstützung, polizeiliche DNA-Datenbanken in sehr vielen Ländern, auch des sogenannten politischen Südens, aufzubauen. Und es gibt auch Beispiele, dass zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate inzwischen so weit gegangen sind, die gesamte Bevölkerung via DNA-Profilanalyse erfassen zu wollen. Also das haben sie schon angefangen. Und auch Pakistan hat angekündigt, das machen zu wollen. Das ist natürlich ein enormer technischer Aufwand, das wirklich zu tun. Aber es zeigt, in welche Richtung nämlich das geht, nämlich in Richtung einer Totalerfassung der Bevölkerung. Da gibt es auch eine Kampagne, wer daran Interesse hat, von verschiedenen NGOs genau das zu beobachten und sich da auch zu vernetzen, was in verschiedenen Ländern gerade für DNA-Datenbanken aufgebaut werden. Unter anderem GeneWatch UK ist da dran, mit denen wir auch in Kontakt stehen. Genau, jetzt die nächste. In Europa zu schauen. In Europa sind die DNA-Datenbanken seit Ende der 90er Jahre aufgebaut worden. Es gibt immer noch einzelne Länder, die den noch nicht haben. Aber insgesamt ist die Sammelwut so gestiegen, dass es inzwischen ungefähr 10 Millionen EU-Bürger erfasst sind. Und es gibt derzeit den Prozess, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt, der europäischen Vernetzung der polizeilichen DNA-Datenbanken, der offiziell im letzten Jahr im August, also in diesem Jahr im August abgeschlossen sein sollte, technisch aber noch nicht hundertprozentig funktioniert. Der besteht darin, dass die einzelnen nationalen Polizeien gegenseitig einen automatischen Abgleich mit den DNA-Datenbanken der anderen europäischen Länder machen und da sozusagen, auch wenn sie ein Profil haben, das eingeben können und suchen können, ob das irgendwo anders vorkommt, aber auch, dass sämtliche DNA-Daten, die in den nationalen Datenbanken sind, miteinander abgeglichen werden. Dagegen haben wir auch protestiert im August und das ist auf jeden Fall ein Prozess, den man auch beobachten muss. Ihr seht, 10 Millionen sind die Datensätze ungefähr in Europa. Davon sind allein fast 6 Millionen, jetzt kommt das nächste Bild,
Daten aus der Datenbank der UK DNA Database, der britischen Polizei. Da sieht man, dass inzwischen ganz unten fast 10% der Bevölkerung erfasst sind. Das zeigt, dass, wie so viele sich denken, dass die kriminologische Erfassung von DNA-Daten, also von Leuten nur, die irgendwie mit der Polizei in Kontakt kommen, dass das schon ausreichen kann, wie in Großbritannien, um 10% der Bevölkerung zu erfassen. Man sollte sich also nicht sagen, damit habe ich ja nichts zu tun, ich bin ja kein Straftäter, Straftäterin, sondern das ist ein Schritt vor dem nächsten, um immer weiter auszuweiten und letztendlich auch die gesamte Bevölkerung zu erfassen. In Großbritannien hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gesagt, das ist zu ausgeweitet, was da gemacht wird. Da werden also von Kindern schon bei, was ich, wenn die einen Schneeball geworfen haben und die Polizei sie mitnimmt oder so, dann muss da schon eine DNA abgegeben werden. Und im Moment gibt es eine Gesetzesreform, die das ein bisschen zurückdrängt, aber immer noch bei sämtlichen Straftaten zum Zuge kommen soll, nur nicht mehr unbefristet. Okay, machen wir weiter. Es gibt auch das Problem des bilateralen Austauschs von DNA-Daten zwischen unter anderem Deutschland und USA. Das ist auch das Abkommen zum transatlantischen Datenaustausch ist seit April letzten Jahres in Kraft. Und wir haben uns da mal dahinter gehängt, zusammen mit CILIP, Bürger beobachten die Polizei, um da eine kleine Anfrage zu machen über die Linkspartei, um zu fragen, was überhaupt los ist. Das wird also auch kaum beobachtet. Und da wurde uns gesagt, ja, das Abkommen ist in Kraft getreten, das läuft auch. Allerdings die DNA-Abgleiche so nach dem Modell von Prüm, die sind zwar schon beschlossene Sache, die laufen aber so noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall gemeinsam beobachten, was da geschieht. Datenschutzrecht ist da überhaupt nicht vorgesehen in solchen transatlantischen Abkommen. Da gibt es kein individuellen Recht auf Löschung auf Informationen, sondern wird gesagt, da gelten die nationalen Bestimmungen. Und wir wissen ja, dass in den USA so ein Recht auf Zugriff auf die Daten, auf Informationen über die Daten so gut wie gar nicht existiert. Okay, das nächste. So, jetzt komme ich mal zu der deutschen Datenbank des BKA. Das ist also eine Verbunddatei, die seit 1998 unter Rot-Grün bezeichnenderweise eingerichtet wurde und die inzwischen eben so viele Profile auch schon erfasst hat. Das ist also eine Verbunddatei zwischen den LKAs und dem BKA. Inzwischen gibt es eben tatsächlich fast 900.000 Profile. Davon sind die allermeisten Personendatensätze, 738.000, die nach laut BKA da erfasst sind. Hintergrund dafür, dass es so eine enorme Expansion der gespeicherten Daten gibt, ist das nächste Mal das Gesetz, was 2005 reformiert wurde. Uta, kannst du mal weiter? Und zwar ist das so schwammig formuliert, wie auch dieses Bild leider ist. Es ist so, dass seit 2005 es möglich ist, DNA zu fordern, also zwangsanzuordnen, DNA-Probe abzugeben, wenn man einer erheblichen Straftat beschuldigt ist, das war auch schon vorher so, oder dazu verurteilt wurde. Der Unterschied ist, dass heute auch als erhebliche Straftat gilt, wenn es eine kleinkriminelle Straftat als Wiederholungstat gilt. Und wenn ein Richter dazu noch sagt, es gibt eine Negativprognose, dieser Mensch wird auch in Zukunft Straftaten begehen in der Kleinkriminalität, dann gilt das auch schon als genug, um eine richterliche Anordnung geben zu können. Das hat also den Bereich der Erfassung enorm ausgeweitet, eben auf die Kleinkriminalität. Außerdem ist seit 2005 in Kraft, dass die richterliche Anordnung auch ersetzt werden kann durch eine schriftliche Zustimmung der Betroffenen, was man sich ja vorstellen kann, dass es in einer Verhörsituation in Kontakt mit der Polizei sehr schwierig ist, da zu sagen, ich bestehe auf meine richterliche Anordnung. Das müsst ihr aber alle wissen. Also richterliche Anordnung, es muss weiter sein bei einer DNA-Probe und da kann man auch Widerspruch einlegen und kann was dagegen machen. Das Ergebnis von diesen Reformen war das nächste, dass, wenn man sich jetzt mal anguckt, was das BKA sagt, was für Treffer sie eigentlich haben mit dieser DNA-Datenbank, dann ist das, also eine Zahl ist zum Beispiel bei Diebstahldelikten 73.000 von insgesamt 110.000 Treffern, die sie da seit Beginn der Datenbank registriert haben, waren im Bereich der Kleinkriminalität des Diebstahls allein. Also nicht nur Kleinkriminalität, gibt es ja noch verschiedene andere, aber eben Diebstahl allein macht 63% der Treffer aus. Während eben die Gründe, die oft so also genannt werden als Hauptgrund, warum diese Datenbank existiert, nämlich die Verfolgung von Kapitalverbrechen, also Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben, nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Treffer ausmacht. Und Treffer an sich heißt auch noch nicht, dass darüber eine Straftat aufgeklärt wurde oder jemand gefunden wurde, sondern in den allermeisten Fällen nur, dass das auch mit
mit einbezogen war in die Ermittlungen, dass da eben der Mensch schon registriert war in der Datenbank. Genau, das erstmal dazu. Noch eine Anmerkung, also jetzt erstmal zur Information, dann macht Uta gleich weiter. Es gibt ja auch die Massengentests, das liest man immer wieder in der Presse. Da werden eben, kann ein Richter eine Anordnung geben, dass Männer in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Alter, mit bestimmten Merkmalen freiwillig dazu aufgefordert werden, eine DNA-Probe abzugeben. Das ist offiziell freiwillig. Es gibt aber ja dann enormen sozialen Druck, das auch machen zu müssen. Es gibt immer wieder den Streit, dass wenn einzelne Leute sich verweigern, ihre DNA-Probe abzugeben, dass sie dann schon in den Blick der Ermittler rücken als Verweigerer, als Testverweigerer. Offiziell ist das rechtlich nicht erlaubt, aber das passiert leider auch immer wieder. Das sind Dateien, die nicht in der WKA-Datenbank, in der zentralen Datenbank gespeichert werden, sondern extra, wo das Gesetz aber auch sehr schwammig ist, wie lange die erhalten bleiben dürfen. Also da wird gesagt, solange der Fall nicht aufgeklärt ist, dürfen die gespeichert bleiben, diese Daten, solange sie erforderlich sind. Also auch hier ist große Vorsicht geboten, da mitzumachen bei solchen Tests. Gut, soweit erstmal die Infos und jetzt kommt Uta mit den Kritikpunkten, die wir dazu haben. Lauter. Eventuell muss er noch. Ja. Danke. Also muss ich hier reinsprechen, ja? Okay. Ich versuche mal. Also es ist ein bisschen schwierig, weil ich auf meinen Zettel gucken muss, auf den Laptop und auf das Mikro achten. Also ich hoffe, ihr müsst einfach schreien, wenn es irgendwie chaotisch wird. Oder zu chaotisch, sagen wir mal so. Genau, was ist so schlimm an der DNA? Profilanalyse beziehungsweise an der Speicherung, wenn ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, warum ist doch ein prima Ermittlungsinstrument? Das hören wir sehr oft während unserer Kampagne, auch bei Leuten, die ja sonst eigentlich relativ kritisch gegenüber Datenspeicherung sind. Die können bei diesem Thema nicht so ganz folgen, denken erstmal, naja, es geht eben um schwere Verbrechen zum Teil, die aufgeklärt werden müssen. Wir haben sehr viele verschiedene Kritikpunkte und ich versuche die jetzt ein bisschen zu sortieren. Fangen mal damit an, dass das Prinzip der Freiwilligkeit und auch die Beweislast selbst schon mal umgekehrt wird bei Gentests grundsätzlich, also bei DNA-Profilanalysen. Weil das ist sowohl bei der grundsätzlichen Speicherung so, also es gibt jetzt nur mal zwei Zahlen oder Beispiele. Diese ganzen Speicherungen werden ja, wie gesagt, kaum kontrolliert. Das sind ja nur die Angaben, die ihr jetzt hier auf dieser Tabelle seht. Das ist eigentlich alles, was das BKA dazu veröffentlicht. Also auch diese Sortierung beispielsweise ist ja auch eine eigenwillige Sortierung. Es geht nur um die Treffer, es geht nicht um die Speicherung. Oh Mann, das ist aber echt ätzend hier mit dem Ton. Ich versuche das nochmal so. So ist vielleicht besser. Genau. Es gibt zwei Zahlen dazu. Also einmal werden laut dem Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, die mal so eine Stichprobe gemacht haben, sind über 90% der Proben in Baden-Württemberg jetzt beim Landeskriminalamt freiwillig abgegeben worden. Das heißt, es gab eine schriftliche Einwilligung der Leute, von denen die verlangt wurde. Das heißt, es war kein richterlicher Beschluss notwendig. Freiwilligkeit ist aber sehr in Frage zu stellen, wenn man sich die andere Zahl anguckt, die von dem Landesdatenschutzbeauftragten in Bayern ins Spiel gebracht wurde, auch bei einer Untersuchung. Da ging es um Rauschgiftdelikte und es war eben klar, dass in 98% der Fälle die Personen, um die es ging, innerhalb von 15 Minuten, nachdem sie darum gebeten worden waren, ihre Speichelprobe eben abgegeben haben. Also der Druck ist einfach sowohl in einem Untersuchungs-Ermittlungszusammenhang wie auch in so einer konkreten Situation enorm groß. Das heißt, Freiwilligkeit ist da eher, wie sagt man zu dieser Art von Wörtern, die was bezeichnen, was schönfärberisch ist. Bitte? Genau, es ist ein Euphemismus. Dann bei Massengentests eigentlich noch extremer. Jetzt hoffe ich, dass es hier nochmal anspringt. Nö, macht es nicht mehr, schade.
Bei Massengentests ist es eigentlich noch extremer, weil es erstens sehr willkürlich ist, nach welchen Kriterien überhaupt in einer Kleinstadt oder in einer Region Leute gesucht werden, die dann praktisch ihre Speichelprobe abgeben müssen. Die Testverweigerer geraten grundsätzlich erstmal ins Visier der Ermittlungsbehörden. Da haben wir auch viele Einzelfälle schon gehört, wo das tatsächlich so gewesen ist. Sie geraten aber zum Teil auch unter direkten Druck sozusagen. Susanne, kannst du mir mal einen Gefallen tun und aus meiner Tasche den Akku raus, also die Schnur rausholen, weil ich glaube, der Akku macht hier nicht mehr lange mit. Das wäre nett. Genau, also die Testverweigerer geraten natürlich ins Visier von Ermittlungen und auch zum Teil unter direkten behördlichen Druck, dass sie eben dazu aufgefordert werden. Also zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gab es eine Geschichte, wo ein Amtsgericht 2005 so einen Testverweigerer, man ist ja nicht verpflichtet, wenn man einem Massengentest zur Aufklärung des Verbrechens, was da stattgefunden hat, irgendwie zur Abgabe einer Speichelprobe gebeten wird. Da wurde dann ein Testverweigerer eben vom Amtsgericht aufgefordert, also dazu Stellung zu nehmen, warum er nicht zu dieser Blutprobe erscheint, beziehungsweise Speichelprobe erscheint. Beim Landesdatenschutzbeauftragten in Bayern, danke, gab es 2005 so eine Geschichte, wo die Kriterien auf eine Altersgruppe, die Kriterien einfach ausgeweitet wurden auf eine größere Altersgruppe. Es wurde zwar ein jüngerer Mann gesucht, aber man hat dann alle Männer, die bis zum Alter von 60 doch zur Speichelprobe gebeten, weil, also die Begründung war, das sei nötig, um ein in der Bevölkerung merkbares Angst- und Unsicherheitsgefühl einzudämmen. Ja, also, ich meine, ja, 2009 hat auch in zwei Fällen das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde stattgegeben, wo eben auch richterliche Anordnungen zur DNA-Probe, also zum Massengentest eben verfassungswidrig waren. Ganz grundsätzlich muss man sagen, es geht dabei ja um eine Art von Prävention. Man sagt ja, man will das sozusagen, will sozusagen DNA-Daten oder Profile speichern, um für den Fall von Verbrechen eben dann gleich die Täter dingfest zu machen. Das ist ja sozusagen der Begründungsrahmen drumherum. Und man muss einfach sagen, dass diese Idee, dieser Präventionsgedanke, der mit so einer Pathologisierung im Grunde schon einhergeht, die überall eben bei den Richtern, in der Polizei dann natürlich auch greift, zu sagen, jemand, der einmal verurteilt ist, der wird sicherlich auch wieder was machen. Und das ist schon mal eine völlige Umkehrung von dem Rehabilitationsgedanken, den dieses rechtsstaatliche Konstrukt eigentlich vorsieht, dass nämlich jemand ein Verbrechen begehen kann, aber sich im Laufe seines Lebens verändern kann, dass er die Möglichkeit hat zu lernen, dass er die Möglichkeit hat zu bereuen etc. pp. Das wird damit vollkommen unterlaufen. Einmal beschuldigt, einmal verurteilt, immer verdächtig. Ja. Und wenn man sich auch noch verweigert, ist man auch schon, ohne dass man beschuldigt oder verurteilt ist, ist man schon verdächtig. Also der Verdachtsmoment wird umgekehrt. Es gibt nicht mehr diese Beweislast, die beim Staat liegt, sondern ich muss eigentlich beweisen, dass ich aus freien Stücken jetzt den Test nicht machen möchte, dass ich an dem Verbrechen nicht beteiligt war, obwohl ich wirklich überhaupt nicht auch nur in den Verdacht geraten bin. Nur dadurch, dass ich mich verweigere, gerate ich in Verdacht. Dann, das ist besonders augenfällig, übrigens, das ist eine kleine Geschichte am Rande, die BKA-Datenbank, der ist aufgebaut worden zunächst, indem man die ganzen Altfälle abgespeichert hat. Man hat Häftlinge, die zum Teil eben lebenslang im Gefängnis saßen, wegen Mord oder Totschlag oder Vergewaltigung. Die hat man, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach zur DNA-Analyse aufgefordert, obwohl das Gesetz vorsah, dass es einen richterlichen Beschluss dazu geben muss. Der richterliche Beschluss sah tatsächlich in den allermeisten Fällen so aus, dass einfach gesagt wurde, ist eine Wiederholungsgefahr gegeben, Schwere der Tat, Punkt. Also es wurde direkt aus dem Gesetz zitiert. Der Fall, der eigentlich Einzelfall geprüft werden sollte, wurde direkt immer angenommen, weil die Leute ja im Knast saßen. Und da gab es dann eben auch Verfassungsbeschwerden und das hat das Bundesverfassungsgericht auch weiträumig dann tatsächlich abgeschmettert 2001, aber da lief die Geschichte schon 3 Jahre, das heißt die meisten Altfälle waren dann auch schon in der Datei und man kann sich ja auch an 3 Fingern ausrechnen, dass ein Häftling, der wegen Mord oder gar Vergewaltigung eben im Gefängnis sitzt, dass der sich sicherlich nicht großartig aufräumen wird und sagen wird, hallo, ich möchte, dass es jetzt gelöscht wird, weil ich habe da eigentlich ein Recht drauf und gar vielleicht einen Prozess gegen Behörden führen wird, weil erstens wird es für seinen Vollzug sicherlich nicht unbedingt von Vorteil sein, also Hafterleichterung oder eben auch vielleicht eine Verkürzung der Haftstrafe. Zweitens ist es ja fast wie eine Ankündigung, ich habe nämlich wieder was vor und deswegen will ich mal gelöscht werden. Also es ist einfach
auch vom sozialen Umfeld her für einen Häftling eine ganz andere Sache. Und es ist interessant, dass die BKA-Datenbank eben so auch erstmal aufgebaut wurde, wurde schon einiges geübt, was heute eben dann Realität ist. Ja, das zweite wichtige Argument, das war jetzt die Freiwilligkeitsgeschichte, dass die eben ausgehebelt wird. Das heißt zwar immer noch so, aber ist es eben nicht mehr. Was ein wichtiger Kritikpunkt unserer Kampagne auch eben ist, ist, dass die Polizei nicht kontrolliert wird. Es gibt keine Kontrolle dieser Speicherung und es gibt vor allem auch keine Kontrolle der Löschung von Datensätzen. Es gibt ganz sporadische Kontrollen, hat es in der Vergangenheit gegeben durch Datenschutzbeauftragte, die eben da mal so, was weiß ich, eine Stichprobe von 200, 300 Datensätzen angeguckt haben. Und diese Stichproben haben ziemlich bittererweise ergeben, dass ein ganz großer Teil der DNA-Datensätze, die da dann eben immer in Frage standen, jenseits rechtlicher Grenzen erfasst wurden, obwohl das Gesetz eben ja schon relativ offen ist. Also man kann das einfach damit, deswegen habe ich dieses Foto ausgewählt, es ist einfach ein abgeschotteter Bereich. Und was da tatsächlich passiert, ob jetzt zum Beispiel, also es gab eine Stichprobe in Baden-Württemberg eben auch vom Landesbeauftragten für Datenschutz 2007, da waren 42% der Personenprofile aus der Stichprobe, das waren also, weiß ich nicht, ich glaube 150 Leute oder so, oder 400 Datensätze waren das, die mussten wieder gelöscht werden, weil die eben fälschlicherweise weiter gespeichert blieben. Und fast die Hälfte der Straftatbestände in der Stichprobe waren Widerstand gegen die Staatsgewalt und solche Sachen, Sachbeschädigung, also eben auch eher Delikte aus dem Bereich der Bagatelle, beziehungsweise die vielleicht politisch interessant sind, weil sie politisch Andersdenkende vielleicht betreffen. Eine andere Stichprobe in Nordrhein-Westfalen, auch von Datenschützern, also Landesdatenschutz, 2009, die haben 4 Polizeibehörden überprüft und auch da mussten zum Teil 20% der gespeicherten Datensätze, also zwischen 16% und 20% in den jeweiligen Polizeidienststellen, mussten auch gelöscht werden. Die waren also auch immer noch da, obwohl sie längst nicht mehr hätten gespeichert bleiben dürfen. Und der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg hat auch schon mal gesagt, das ist einfach eine totale Grauzone, diese ganze Frage der Löschung von den Daten. Weil das BKA verweigert die oft auch. Selbst wenn die Landespolizeibehörden an das BKA melden, dass die Voraussetzungen für die Speicherung weggefallen sind, hält das BKA dann nochmal für sich da seine eigene seine eigenen Gesetze aufrecht sozusagen. Und Polizeigesetze sind einfach immer behalten, was man hat. Ne? Das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen. Gut, ganz grundsätzlich drittes Argument unserer Kampagne. Es geht um eine nochmal andere Form und verstärkte Form der Überwachung. Es ist kein Wunder, dass diese Speicherungen so vorangetrieben werden, eben auch bei Bagatelldelikten und dass eben auch diese Löschung so schwer zu, also dass man wenig Überprüfung es gibt, beziehungsweise eben auch keine Transparenz. Es gibt einfach diese Präventionslogik und die stellt eben nicht nur Beweislast oder Freiwilligkeit auf den Kopf, sondern sie hat auch sozusagen, ist ein immanenter Bestandteil dieser Logik, dass es immer ausgeweitet wird. Denn die Methode selber hat ja theoretisch das Potenzial, jede Straftat aufzuklären. Dafür, um dieses Potenzial zu entfalten, müsste jede Person eigentlich gespeichert werden. Was Susanne ja vorhin auch schon ein bisschen erzählt hat. Ne? Es gibt eben einfach viele, viele Bestrebungen und auch immer wieder Vorschläge. Also jetzt zuletzt irgendwie vor einem Jahr mal von dem Rotterdamer Polizeipräsidenten, eben wirklich die Bevölkerung komplett zu erfassen. Dann hat man die DNA-Profile und dann kann man schön immer, also dann braucht die Polizei nach einem Fest, wo sie irgendwas, weiß ich, irgendein Festival, was sie aufgemischt haben oder wo das was beendet worden ist durch die Polizei, braucht man hinterher bloß noch die Kippen aufsammeln, dann weiß man, wer wann gegen welchen Paragraphen des Betäubungsmittelgesetzes verstoßen hat. Also letztendlich ist es eben tatsächlich, es ist der Traum, im Grunde der Traum der polizeilichen Überwachung, diese Methode. Ich habe hier nochmal eine kleine Folie, was Susanne vorhin schon erzählt. Es gibt eben auch verschiedene Staaten, die es tatsächlich ja angefangen haben, ne? Also unter anderem eben wirklich die Arabischen Emirate. Man muss grundsätzlich sagen, dass bei solchen Kompletterfassungsvorstellungen oder überhaupt bei dieser Vorstellung, man könnte eben jedes Individuum individuell biologisch dingfest machen, das ist auch eine Wahrheitsmaschine. Deswegen haben wir das eben auch Tatort-Wahrheitsmaschine genannt, weil, wie gesagt, der Tatort, das kennt ja jeder auch aus dem Tatort wahrscheinlich, wer es jedenfalls guckt. DNA-Proben spielen da ständig irgendwie eine relativ prominente Rolle und sind wichtig bei der Aufklärung und so weiter. Die ganzen
problematischen Seiten dieser Technologie werden eigentlich nicht thematisiert. Dabei ist die Methode gar nicht so eindeutig. Sie kann gar nicht so eindeutig bestimmen, wer Urheber einer Spur ist. Und schon gar nicht kann diese Methode einen Täter zweifelsfrei überführen. Diese Uneindeutigkeit, auf die ich jetzt gleich noch ein bisschen genauer eingehe, die ist zum einen eine Quelle für Fehler, aber zum anderen eröffnet sie eben auch neue Weiterungen und Ausweitungsmöglichkeiten. Darauf gehe ich jetzt noch mal kurz ein. Also ein ganz großer Punkt oder wichtiger Punkt sind die partiellen Treffer, die von denen Susanne vorhin auch schon mal kurz gesprochen hatte. Also wo es eben darum geht, dass verschiedene diese STR-Systeme oder diese Loci, diese Wiederholungen auf der Junk-DNA, dass die zum Teil eben, was weiß ich, 6 von 8 übereinstimmen, aber eben nicht alle 8. Entweder weil die Spur vielleicht verunreinigt ist oder weil zum Beispiel möglicherweise jedenfalls, dass sich um Verwandten handelt, das ist eben auch zum Beispiel so eine Geschichte. Auf jeden Fall kann man erstmal grundsätzlich sagen, je größer eine Datenbank ist, desto häufiger kommen natürlich solche Treffer vor, die dann auch falsch sind. Also sowohl partielle Treffer wie auch ganze Treffer. Also das ist, wenn die Datenbank sehr groß ist und nur 8 Stellen verglichen werden, dann gibt es automatisch irgendwann Doppelungen. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Also ich habe hier mal versucht, so ein kleines Rechenexempel anzudeuten. Ich denke, die meisten hier wissen aber, wie man da immer weiterkommt. Also je mehr Systeme man sozusagen untersucht, desto mehr, also ist geringer wird die Wahrscheinlichkeit natürlich wieder, also rein wahrscheinlichkeitsrechnerisch. Deswegen gibt es ja jetzt eben auch mit dem Prüm-Prozess die Idee, das auf 17 Systeme zu erweitern, dann europaweit. Das ist aber noch nicht so weit gediehen, dass es angewendet wird. Das heißt, die bestehenden oder jetzt vorhandenen DNA-Profile sind eben in manchen Staaten 6, in manchen Staaten bei uns eben 8 Systeme. Das heißt, da wird es schon mal sehr viel mehr Treffer geben, die dann falsch sind, wenn dieser Prüm-Prozess irgendwann mal funktioniert, also die auf der Ebene von DNA-Austausch. Es ist aber, dieses Rechenexempel ist eben auch nur fiktiv und auch nur eine schöne Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ist eben nicht so linear, wie es hier aussieht, sondern im konkreten Fall einer partiellen Übereinstimmung gibt es dann eben nochmal die Notwendigkeit, das biostatistisch zu interpretieren. Nämlich, biostatistisch heißt, es gibt eben bestimmte Wiederholungsüberschneidungen, also was weiß ich, eben nehmen wir mal jetzt hier diese 4 Allele, die überschneiden sich in der Probe und bei einem Verdächtigen oder jemandem, den man im Massengentest eben gefunden hat. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, ist denn diese Überschneidung in den Wiederholungen, wie häufig kommt die denn in der Bevölkerung vor? Ist es eine häufig vorkommende Übereinstimmung oder ist es eher eine seltene? Wenn es eine seltene ist, wird die Person schon verdächtiger. Und dann gibt es eben noch, und das ist wieder eine Möglichkeit der Ausweitung, gibt es eben noch die Möglichkeit, dass es auf eine verwandtschaftliche Beziehung hindeutet. Also das gibt es in den USA derzeit immer öfter, dass eben ein partieller Treffer gefunden wird beim Durchlauf durch die DNA-Datenbankprobe bzw. eine Spur wird da durchgelaufen gelassen. Man findet eben einen Treffer bei irgendeiner Person, aber es trifft nur zum Teil, deckt es sich. Und dann guckt man in der Familie von der Person, wer ist denn dann noch männlich und unter 40, also was weiß ich, Täterbeschreibung von irgendwem. Dann wird in der Familie ermittelt und darüber wird dann eventuell auch jemand gefunden. Und das ist eben in Deutschland auch passiert jetzt Anfang des Jahres. Da gab es einen riesen Massengentest, der zog sich von Oktober 2010 bis, glaube ich, April oder März oder sowas hin. Also die haben immer noch mal weiter ausgeweitet. Und da gab es eben so einen partiellen Treffer und dann hat man eben die Person in der Familie der Person, wo es partiell übereinstimmte, untersucht und dann eben irgendein Bruder oder Cousin oder sowas, ich glaube ein Bruder, ne, war dann irgendwie tatsächlich der Täter, der wurde darüber dann überführt. Okay, da ging es um eine Vergewaltigung, kann man sagen, schön, ist ja eigentlich gut, dass der gefunden wurde, aber vom Prinzip her sagt es einfach, dass eben auch Leute, wenn Leute da gespeichert sind, nicht nur die da gespeichert sind, sondern virtuell im Grunde auch ihre Familienangehörigen. Auch noch so ein kleiner Punkt am Rande. Das ist für die Bundesrepublik allerdings nicht ganz klar, wie das jetzt tatsächlich, ob im Einzelfall tatsächlich immer die ganze BKA-Datenbank durchsucht wird. Das Gesetz würde es eigentlich nicht erlauben oder regelt es einfach auch nicht genau, aber eigentlich erlaubt es eben nicht ausdrücklich. Und
da das BKA aber auch den Bundesdatenschutzbeauftragten verweigert hat, Informationen über die Ausführungsbestimmung des Benutzerhandbuchs der DNA-Datenbank auszuliefern oder öffentlich, also dem Datenschutzbeauftragten zur Verfügung zu stellen, kann man zumindest vermuten, dass es vielleicht so ist. Wäre aber vielleicht ja auch mal ein interessanter Auftrag für Leute, die gerne mal Systeme sich genauer von innen angucken, die eigentlich gesperrt sind. Noch ein anderer Punkt sind die Kontaminationen von, das handelt sich ja um biologische Proben, aus denen DNA-Profile hergestellt werden. Das ist noch eine andere Fehlerquelle, aber auch ja, ein schwieriger Punkt. Das bekannteste ist ja, kennt ja wahrscheinlich fast jeder, dieses berühmte Phantom von Heilbronn, also diese Polizistin, die von diesen Neonazis wahrscheinlich erschossen wurde. Das war ja lange Zeit so, dass man nicht wusste, von wem die erschossen wurde. Daraus gab es eine riesen Sonderkommission. Es ging aber um noch ganz viele andere Mordfälle in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo überall dieselbe DNA-Probe gefunden wurde. Und es stellte sich halt dann irgendwann heraus, dass eine Verpackerin von Wattestäbchen, deren DNA halt immer am Tatort war. Also die Wattestäbchen waren verunreinigt. Das war ein wirklicher Super-GAU jetzt rein methodisch, weil es hat 3 oder 4 Jahre lang hat diese Sonderermittlungskommission mit unglaublich viel Geld irgendwie geackert, weil die versucht haben, eben diesen Täter zu finden, der da überall die DNA hinterlassen hat. Und tja, gut. Hinzu kommt, dass natürlich bei der Spurensicherung auch neue Notwendigkeiten entstehen, eben gerade aus der Tatsache, dass wir überall DNA hinterlassen. Alle Leute lassen ihre Haare irgendwo fallen, Hautabrieb, keine Ahnung, jemand knabbert an Nägeln, bisschen Speichel spritzt irgendwo hin. Es ist überall, unsere DNA ist überall. Hier ist hier schon wieder ein Feld, das, wenn man es sehen könnte, meine Frieda. Auf jeden Fall ist es so, dass natürlich dadurch auch an einem Tatort dann zum Teil Leute ausgeschlossen werden müssen. Man findet unheimlich viel DNA. Und welche ist denn jetzt die DNA des Täters oder der Täterin? Und da gibt es dann zum Beispiel in Großbritannien auch eine extra Datenbank für die Polizei bzw. für Ermittler, damit man die schon mal ausschließen kann am Tatort. Und uns ist jetzt zum Beispiel gerade kürzlich ein Einzelfall bekannt geworden in Thüringen. Da ist ein ganz simpler Einbruch, wo überhaupt nicht viel weggekommen ist, wo aber irgendwie ein bisschen Blut am Fenster kleben geblieben ist. Und jetzt die gesammelte Büro... Leute, die im Büro arbeiten, sind jetzt dazu aufgefordert, freiwillig DNA abzugeben, damit man die ausschließen kann, dass sie es nicht waren, die da irgendwie eingebrochen sind. Also es ist schon ganz deutlich, dass es diese Ausweitungstendenzen auch einfach aus der Methode heraus gibt. Andere Geschichte, die wir gehört haben, war auch ziemlich abenteuerlich. Da ging es um einen kleinen Drogendelikt. Also genau genommen wurde da Gras transportiert und jemand hatte Gras dabei und ist dabei erwischt worden und jemand, der dabei war, nur die Person begleitet hat, wurde auch gleich dazu aufgefordert, den DNA, die Probe, Speichprobe abzugeben, obwohl die Person weder Gras bei sich hatte, noch sonst in irgendeiner Form, also es war, hatte überhaupt keine Rechtsgrundlage, aber der Schreck sitzt tief in dem Moment. Ne? Also man wird irgendwie, man fühlt sich dann sozusagen irgendwie ertappt, obwohl man gar nichts gemacht hat und die Polizei kann da auch sehr, also das kennt man ja, man kennt solche Situationen oder viele Leute kennen, glaube ich, solche Situationen. Gut, noch ein letztes ganz spezielles Problem, was mir aber sehr gut gefällt an der Methode ist, dass sie eben auch nicht, auch insofern nicht unfehlbar ist, als es eben eineiige Zwillinge gibt und die haben dieselbe DNA. Und da gab es ja in Berlin mal so einen schönen Fall von einem Juwelenraub, also schön, aber es ist ein lustiger Fall insofern, als es einen Juwelenraub im Berliner Kaufhaus des Westens gab, das war 2009. Und man auch DNA gefunden hat am Tatort und die beiden Brüder, die dann eben festgenommen wurden, waren eben eineiige Zwillinge und beide stimmten vollkommen mit der DNA überein, aber man konnte eben nicht nachweisen, welcher von beiden. Und da die beiden nichts gesagt haben zu dem Fall, mussten sie beide wieder freigelassen werden. Also sie haben sich hinterher dann auch beim deutschen Rechtsstaat bedankt, weil sie fanden es toll, dass es so rechtsstaatlich alles zugeht und ich fand es auch gut, also muss ich sagen. Ja, genau. Aber das ist natürlich ein sehr seltenes Beispiel und nur so illustriert aber eben, dass grundsätzlich DNA kein Beweis ist. DNA sagt nichts darüber aus, wie und wann Körpermaterialien an den Tatort gekommen sind und auch nicht, wer sie da hinterlassen hat. Denn ich kann auch die Haare von Susanne mir heimlich einstecken und sie dann irgendwo hinterlassen. Also das, wenn ich das vorhabe, kann ich das machen. Das ist eben die besondere Eigenschaft von DNA und das unterscheidet sie auch ein bisschen von anderen
Erkennungsmerkmalen, dass sie nicht eingrenzbar ist als Informationsquelle und sehr sensibel. Ich kann mich einmal eben als Individuum nicht schützen, ne? Ich kann es eben nicht zu Hause lassen, das Zeug, sondern ich habe es immer dabei. Und DNA ist eben auch über lange Zeit unverwüstlich. Also sie kann eben ja lange Zeit genutzt werden, und auch wenn neue Methoden da sind, um sie zu analysieren, kann man sie wieder nutzen. Dazu muss man zwar sagen, dass in Deutschland die Proben nicht aufbewahrt werden. Das heißt, einmal Profil genommen, dann ist die Probe erstmal auch weg. Aber von Spuren werden sie durchaus asserviert, ne? Und das ist auch zum Beispiel der Fall gewesen bei dem Mord an dem Rohwedder, der ja lange Zeit nicht aufgeklärt war. Und dann gab es Anfang dieses Jahrtausends eben so eine große Geschichte über, man hätte jetzt tatsächlich den Beweis, dass Wolfgang Rahms, der 8 Jahre vorher in Bad Kleinen auf so einer extremen Aktion der GSG 9 auf dem Bahnhof erschossen worden war, ein ehemaliges, also ein RAF-Mitglied zu der Zeit. Der wurde immer verdächtigt, diesen Rohwedder erschossen zu haben. Aber darüber gab es sehr viel Streit, und das war eine ganz grundsätzliche politische Frage, auch weil die RAF eigentlich zu dem Zeitpunkt schon längst sich verabschiedet hatte vom bewaffneten Kampf, und trotzdem immer wieder gesagt wurde, ja, aber die haben den Rohwedder erschossen. Der Rohwedder ist aber wahrscheinlich von ganz jemand anders erschossen worden. Nur man hat da ein Haar gefunden am Handtuch und hat das dann eben Anfang des Jahrtausends analysiert, und dann ging es erstmal groß durch die Presse, ne, dass jetzt offensichtlich klar ist, hier die DNA, die wurde auch am Tatort gefunden von Wolfgang Rahms. Also das Haar wurde ihm zugeordnet per DNA-Profilanalyse. Und es war jetzt also eindeutig, es ging ganz lange durch die Presse, hat auch seine Wirkung sicher nicht verfehlt, weil bei vielen Leuten hängen geblieben ist, aha, war also doch die RAF. Obwohl dann eben kurze Zeit danach auch der Staatsanwalt, der Zuständige, ganz klar nochmal gesagt hat, das Indiz reicht überhaupt nicht aus, um die Täterschaft nachzuweisen. Die Presse ist da in so einem Fall dann eben auch sehr viel mächtiger, oder die Medien sehr viel mächtiger und schneller natürlich als dann solche Verlautbarungen und so. Generell muss man eben für DNA-Proben, das jetzt noch als letzten Punkt sagen, dass alles, was in humangenetischer Forschung gemacht wird, natürlich auch für diese forensische Anwendung nutzbar gemacht werden kann. Also es gibt seit diese Methode erfunden wurde, das war Anfang der 1983 oder sowas, geistert auch die Idee eines Phantombildes aus dem Genom in den durch die Hirne dieser ganzen Kriminaltechniker, und man forscht danach eben in der Forensik Merkmale aus diesen DNA-Proben sozusagen sicher beschreiben zu können, also Augenfarbe, Hautfarbe, Haarfarbe, Alter natürlich, Herkunft, Größe der Person und so weiter, also alles Dinge, die dann eben für eine Beschreibung eines Verdächtigen ausreichen könnten. Es ist hochgradig zweifelhaft, solche Eigenschaften aus dem Genom allein bestimmen zu wollen. Da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen, es ist nochmal ein eigenes Thema, da müsste man eine neue Lecture machen. Nur so viel bei der Augenfarbe beispielsweise, gibt es jetzt einen Test, den man quasi machen kann. Da kann man dann mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Augen hell oder dunkel sind von der Person, weil da über 400 Gene wahrscheinlich mit zu tun haben mit der Augenfarbe. So. Das sollte aber auf jeden Fall auch nicht der Grund sein zu sagen, ach, alles nicht so wild, das kriegen die nie hin. Technik geht immer weiter, und man muss damit rechnen, dass das irgendwann auch mal möglich ist, eben solche phänotypischen Sachen zu beschreiben. Ich würde jetzt hier sagen, kurze Pause, nachfragen. Ich würde euch dann gerne noch ein paar Sachen zur Kampagne zeigen, ein paar Bildchen, ist nicht so kompliziert und komplex, aber jetzt würde ich gerne erstmal ein bisschen Fragen, Diskussionen, sonst wird es hier so ein monotoner Vortrag. Hallo, jetzt habe ich gerade mal eine Frage. Man könnte doch hergehen und zum Beispiel, wenn ein böswilliger Mensch ist am Tatort, jetzt Material von anderen Leuten einsammeln. Zum Beispiel, dass man jetzt an irgendwelchen öffentlichen Klos irgendwelchen Dreck einsammelt und den beispielsweise dorthin platziert, wo jetzt zum Beispiel man jemanden umbringt zum Beispiel, oder man könnte irgendwelche Dinger mit Hundekot beschmutzen, sodass das beim DNA-Sequenzieren sehr viel Spaß macht. Wie ist es eigentlich jetzt so schon beim Maskieren mit Hundekot? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt alles mit Hundekot versaue, weil die ganzen Mark und der ganze Mist dann auch auf Hundekot anspricht und dann der Hund alles Mögliche gefressen hat, also alles Mögliche an Fleisch und sowas roh gefressen hat, was dann auch alle möglichen DNA-Sachen enthält, mit dem Erfolg, dass man dann sehr viel Rauschen erzeugt.
Wie sieht das denn aus? Also, es ist klar, dass, Spuren sind manipulierbar. Das ist, haben wir auch gesagt. Und das zeigt eben, dass eben die DNA kein Beweis ist. Ne? Also ich kenne einen Fall, da wurde ein Auto asserviert und durchsucht. Das hatte vorher einem Hundezüchter gehört. Und da haben sie dann halt 80 Spuren von verschiedenen Hunden analysiert. Die können sie auch sehr genau analysieren. Es gibt ja auch Leute, die sind für eine Gendatei wegen Hundekotverschmutzung in Berlin von Hunden. Das ist möglich und das zeigt, dass die Methode nicht fehlbar, also dass die Methode fehlbar ist. Das heißt, die Berliner Hunde sind getrackt in der Gendatei. Wie bitte? Sind jetzt alle Berliner Hunde in der Gendatei enthalten, sodass ich sage, du, der Pfiffi hat da hingeschissen, jetzt muss derjenige die Analyse von 1.000 Euro zahlen, plus das Scheiße wegmachen. Darum ging es. Ist aber noch in der Diskussion, da gibt es noch nichts. Erste Frage, hat denn da schon mal irgendwer vom Bundesverfassungsgericht geklagt zu dem Thema gegen die Verwendung seiner Daten? Und zweite Frage zur Taktik jetzt, oder sagt ihr gleich noch was bei der Kampagne was? Also ja. Ist es besser zu sagen, man will, dass das Gesetz präziser formuliert wird oder ist es besser zu sagen, man will, dass das ganz verboten wird? Also zur Verfassungsbeschwerde erstmal, es gab mehrere Verfassungsbeschwerden, wo die Leute gesagt haben, dass meine DNA gespeichert wurde in der BKA-Datenbank, das entspricht nicht dem Gesetz, weil das war ein Bagatelldelikt, das war eben nicht eine erhebliche Straftat, war keine Wiederholungstat, es waren zum Teil Bewährungsstrafen und da haben zwei Leute zum Beispiel Recht bekommen in der Hinsicht, musste also gelöscht werden. Es gibt aber auch den Fall eines Antifa-Typen, der in Göttingen einen Böller geworfen hat bei einer Demo und der zwangsvorgeführt wurde zur DNA-Probe, der sich noch zwei Wochen versteckt hat und Verfassungsbeschwerde eingereicht hat. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, weisen wir ab, diese Beschwerde. Also das ist auch ein bisschen die Willkür der Gerichte, wann sie da jetzt meinen, also da was machen oder nicht. Ne? Zur Kampagne können wir vielleicht einfach noch gleich ein paar Punkte sagen. Ne? Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal kurz die Fotos, dann, weil wir haben, glaube ich, noch eine Viertelstunde und ein paar Sachen würde ich euch da gerne noch zeigen, damit ihr auch eine Idee habt, was wir eigentlich gemacht haben und warum wir hier stehen. Fangen also, einfach an. Also. Ihr seht hier auf dem Foto schon nicht das Auto, sondern das daneben, das ist Willy Watte, das ist das Maskottchen unserer Kampagne, der wollte eigentlich auch heute hierher kommen. Aber dieses Wattestäbchen hat einfach so viel zu tun und er ist wirklich eines der engagiertesten Wattestäbchen überhaupt, glaube ich, jemals oder so. Es hat den Polizeidienst eben quittiert, um sich sozusagen gegen die DNA-Datenbank eben stark zu machen und fällt natürlich auch sehr auf. Es ist ein relativ großes Wattestäbchen, also ist etwas größer als wir und war viel mit uns unterwegs. Also wir haben zum Beispiel auf der Freiheit statt Angst-Demo hat Willy Watte gesprochen und hat auch viel Zustimmung geerntet. Und wir hatten eben gemeinsam mit Willy einen offenen Brief formuliert. Einen offenen Brief formuliert. Es ist jetzt nur mal ganz kurz so, was sozusagen inhaltlich in dem Brief an Lauterhäuser Schnarrenberger, also an die Justizministerin, eben, dass wir einmal das geltende Gesetz wirklich ganz stark verändern wollten oder gefordert haben, es zu verändern, dass eben ganz enge Schranken es nur gibt für überhaupt für DNA-Profile und dass die BKA-Datei regelmäßig kontrolliert wird und eben auch diese globalen DNA-Datenaustauschgeschichten, dass die Bundesrepublik darauf aussteigt. Und dann haben wir eben auch gefordert, dass langfristig diese BKA-Datenbank ganz abgeschafft wird. Und das war auch ein Problem, weshalb eben einige Organisationen dann auch nicht mitgemacht. Das sind jetzt die Organisationen, so die größeren, die uns unterstützt haben oder den Brief mit unterzeichnet haben. Aber es gab eben auch ein paar, wie zum Beispiel Verdi-Jugend oder so, die gesagt haben, also alles gut, finden wir auch richtig, aber diese Forderung mit der Abschaffung der DNA-Datenbank, die können wir nicht teilen. Das haben wir auch, mussten wir auch so hinnehmen. Es ist ja auch ganz klar, dass da unterschiedliche Ansichten bestehen. Es ist eben auch genau dieses Ding, ja, es ist ja auch nützlich und es hilft ja auch manchmal so. Genau. Ja, wir haben uns dann ein paar schöne Sachen ausgedacht. Also zu Anfang der Kampagne haben wir 14.000 Wattestäbchen mobilisiert, gemeinsam mit Willy Watte, und haben die dann vor dem Bundesjustizministerium zur Übergabe des Briefes eben, haben wir diesen Schriftzug unserer Kampagne DNA-Sammelwut stoppen, eben haben diese Wattestäbchen da geformt und haben eben auch gezeigt, dass sie wirklich auch ästhetisch zu Schönerem in der Lage sind, als eben den Speichel von Menschen zu nehmen.
Na und das sah dann so ungefähr aus, also es war ganz ganz schöne Sache. Übergabe selbst war ein bisschen schwierig, wie auch überhaupt das Justizministerium sich ja merkwürdig verhalten hat insgesamt. Also sie haben uns auch 4,5 Monate dann warten lassen mit einer Antwort auf unseren offenen Brief, den man übrigens immer noch unterschreiben kann im Netz, also unter der www.fingerweg-Adresse, die wir jetzt gleich nachher auch nochmal einblenden, aber die jetzt auch schon zu sehen war. Genau, und da... Also die haben sich echt ziemlich gehabt damit, haben dann aber auch irgendwann tatsächlich nach 4,5 Monaten jetzt im Oktober geantwortet und im Grunde genommen der Tenor war, naja, das ist ja eine rechtmäßige Sache, Verfassungsgericht hat dazu ja auch schon Stellung genommen und ansonsten, was die Kontrolle der BKA-Datenbank anbelangt, ist das Justizministerium nicht zuständig, da es eben dann dem Innenministerium obliegen würde. Und ja, das haben wir dann, da haben wir uns dann auch darin bestätigt gesehen, dass es eigentlich ganz gut ist, dass wir uns nicht weiter mit diesen ministeriellen Seiten der Kampagne befassen, sondern dass wir uns eben hauptsächlich auf die Leute um uns herum konzentriert haben. Wir waren mit Willi zusammen eben auf vielen Plätzen, auf Märkten, haben mit Leuten diskutiert, haben unsere Infomaterialien verteilt. Haben wir immer wieder auch interessante Geschichten gehört, wo Leute, in welchen Fällen manche Leute eben ihre DNA-Proben schon abgegeben haben, oft am Rand von Demonstrationen oder bei irgendwelchen wirklich lächerlichen Dingen. Dann waren wir beim Berliner Datenschutzbeauftragten, da gibt es jetzt keine Fotos von. Die Geschichte wird jetzt auch nochmal im März auf der Konferenz der Datenschützer wird dieses Thema auch nochmal aufgegriffen. Wir haben da eine längere Expertise zugemacht, denen das dann irgendwie zukommen lassen. Unsere Forderung nochmal genauer erklärt auch, was da eben tatsächlich ist und warten da noch ein bisschen ab. Man muss gucken, ob die Herren und wenigen Damen da ihre aktiv werden, das werden wir sehen. Eine zweite Phase unserer Kampagne jetzt ab August dann, die fokussierte mehr so auf die, wo sind wir denn? Ach da, ja, es sind alles noch so schöne Fotos von unterwegs. Zweiter Teil unserer Kampagne, ach so, genau, es war noch der Abschluss dann, das war die Umzingelung des BKA hier in Berlin, also der Nebenstelle. Da sind auch wieder 14.000 Wattestäbchen dabei gewesen und Willi. Und wie man sieht, wurde das nicht weiter zur Kenntnis genommen, aber am Ausgang erwartete uns dann doch die Polizei, die uns dann wegen Verstoß gegen Versammlungs-irgendwas erstmal ärgern wollte. Aber wir mussten keine DNA-Proben abgeben, da waren wir ganz zufrieden drüber, ja. Das ist, genau. Ja, und dann haben wir eben in der zweiten Phase der Kampagne, also im August, dann uns nochmal auf den Prüm-Prozess konzentriert, also auf die Vernetzung in Europa, haben da so ein unter dem Motto Spit on EU Databases, DNA-Databases, haben wir da so einen kleinen Event vor der Vertretung der Kommission in der unter Linden gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil da unheimlich viele Touristen waren, die doch auch ganz schön erstaunt waren irgendwie und Willi wurde natürlich da auch begeistert gesehen und ja, da haben wir eben auch nochmal unsere Sachen verteilt. Es gab einen großen Bottich, wo man auf diese Datenbank symbolisch spucken konnte. Ja, und es war irgendwie eine ganz schöne Sache und hat aber leider das auch nicht verhindert. Also die arbeiten immer noch daran, das weiß ich. Genau, deswegen ist es eben auch, es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Es ist wirklich wichtig, sich da aufmerksam zu bleiben und sich nicht immer nur mit den einschlägigen Vorratsdatenspeicherungen zu beschäftigen, sondern auch mit dieser scheinbar so harmlosen Ermittlungsmethode der Polizei. Hier ist nochmal die, wie heißt es? Website. Da könnt ihr unterschreiben. Da gibt es auch auf Englischen den offenen Brief nochmal für Leute, die eben kein Deutsch sprechen. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich auch auf Englisch sagen, ja, egal. Ja, genau. Und wir freuen uns über alle, die uns kontaktieren. Das kann man da auch machen, natürlich auf der Seite und Anmerkungen haben. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt seid ihr dran. Ja, hallo. Euer Vortrag hat ja einen Fokus auf DNA-Erfassung von staatlicher Seite. Mich würde mal interessieren, wie das mit Erfassung von privater Seite aussieht, insbesondere wie die technische Entwicklung aussieht, weil quasi wie weit sind wir entfernt von einer kostengünstigen Maschine, wo ich oben ein Haar reinstecke, unten kommt die DNA raus. Wenn es sowas gibt, könnte es ja sein, dass wir mit Leuten zu tun haben, die einfach mal aus Spaß in ihrem Bekanntenkreis DNA fassen und auf Facebook hochladen. Also es gibt ein
seit einem Jahr oder so gibt es so eine Firma, die machen Werbung dafür, dass sie so ein Sequenzierautomat, das hat man vorhin auch schon mal kurz gesehen auf dieser Folie, die habe ich jetzt leider hier nicht mehr, zu den Emiraten. Weißt du, da gab es doch so ein Schaubild, wie läuft das ab? Also es gibt inzwischen so kleinere Dinger, die man sozusagen mobil auch an den Tatort bringen kann, um da direkt dann DNA-Analysen zu machen. Aber du darfst dir das nicht so vorstellen, du steckst oben Haar rein und unten kommt DNA raus, weil die DNA ist natürlich schon ein bisschen komplexere Geschichte, die überhaupt da raus zu extrahieren. Was aber tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, den du ansprichst, private Seite, es gibt natürlich sehr fließende Übergänge. Also es gibt ja die großen 23andMe und so weiter, da gibt es morgen ja auch nochmal eine Lecture zu. Also diese größeren Unternehmen, die eben Gentests anbieten, da geht es aber natürlich um andere Sachen, da geht es nicht um das Profil, das DNA-Profil, das kannst du zwar auch immer aus der DNA rauslesen, aber da geht es ja um Analysen von Genen oder von Abschnitten auf der DNA. Und man muss einfach sagen, dass es auch in der Forensik eben diese Tendenz zur Outsourcen und Labore und so weiter, die gibt es natürlich auch. Und es gibt natürlich auch Leute, die unternehmerisch eben sozusagen neue Technologien entwickeln, um weiterzukommen in der Analyse und in der Feinheit der Analyse. Das muss man sicherlich auch nochmal mit Vorsicht genießen. Aber für uns ist der Fokus tatsächlich erstmal jetzt auf dieser staatlichen Erfassung, weil da geht es ja um mehr als nur den Verkauf von Technologie sozusagen. Der spielt da natürlich auch mit rein, ja, aber es geht eben auch ganz stark, also da geht es eben wirklich stark ja eben um diesen Überwachungsaspekt und der ist uns erstmal wichtiger als diese Seite von Unternehmen, die irgendwelche neuen Supersequenzierer unter die Leute bringen können, wollen. Ne? Dass der Zugriff auf die medizinischen Datenbanken, wo ja auch genetische Daten analysiert werden, zum Teil immer noch ungeklärt ist. Das heißt, eigentlich können die Strafverfolgungsbehörden auch auf diese Daten zugreifen, ne? Weil es da noch kein Gesetz gibt, das Forschungsgeheimnis jetzt in Bezug auf medizinische Datenbanken zum Beispiel zu sichern. Von daher ist da auch noch so ein Link in Richtung Überwachung, ne? Was die medizinischen Datenbanken angeht. Aber da sind jetzt noch Fragen in Anmerkung. Ja, diese Idee mit dem auf die Datenbank spucken, was sich so negativ anhört, positiv würde man sagen, es wurde schon mal ein DNA-Pool proaktiv erzeugt, bringt mich auf die Idee, können wir das nicht als Teil der Kampagne machen, dass man so eine Art DNA-Austausch macht, sodass die Annahme, dass die abgegebene DNA auch mit der Person, die da abgibt, übereinstimmt, dass die Annahme einfach nicht mehr gewährleistet ist. Erinnert mich ein bisschen an die Idee in der Datenschleuder, wo der Fingerabdruck von Schäuble drin war, den man ja auch dann irgendwie anderweitig verwenden konnte und ist doch vorstellbar, oder? Ja, also was es gibt als Beispiel sind die sogenannten Chimären. Das sind Leute, die zum Beispiel Knochenmarkstransplantationen hatten und dann sozusagen zwei DNAs in sich tragen. Ne? Aber das ist vielleicht eine Behandlung, die man nicht so gerne über sich ergehen lassen möchte, um da zwei DNAs zu haben. Das Problem ist, dass man natürlich Spuren von anderen verteilen, aber man hat trotzdem immer seine eigenen Spuren mit sich dabei. Und das ist, wenn wir nicht Gattaca haben wollen mit permanentem Peeling, Ganzkörperplastikanzug, also es ist fast unmöglich, eben nicht auch seine eigene DNA abzugeben. Das ist das Problem. Und also ich würde auch sagen nochmal um dieses Thema, weil wir haben jetzt noch einige Meldungen und wir haben nur noch 3 Minuten oder sowas. Ich würde euch vorschlagen, dass wir uns in der Lounge in einer Viertelstunde treffen und wer Lust hat, noch ein bisschen weiter zu diskutieren oder zu überlegen, weil diese ganzen Fragen auch, wie kann man eigentlich diese almighty DNA ein bisschen entmachten, die sind sehr spannend und die finde ich auch besonders wichtig, aber ich fände es gut, wenn wir das jetzt, also es gibt noch vielleicht noch eine Wortmeldung, ja, und dann, genau, da wer Lust hat, kommt einfach länger in die Lounge dann, in einer Viertelstunde. Ja? Da war hier noch eine, glaube ich, oder? Ja. Keine Ahnung. Hört man mich? Die ganze, ja, okay. Zeit gesehen. Ich wollte nur kurz sagen, die Zeit wird jetzt wirklich knapp, also ja. Jetzt wirklich die letzte Frage, okay. Bitte. Und danach in der Lounge weiter. Mhm. Nein, nur nicht. Ja. Ja, kommt nichts mehr, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall auf eure Kreativität auch angewiesen, da zu protestieren. Ja, genau, jetzt kommt die Frage. Gibt es zu der Aktion, also zum offenen Brief parallel, auch eine Petition beim Bundestag? Nee, das haben wir noch nicht. Also es kann sein, dass wir nächstes Jahr sowas nochmal machen, aber erstmal warten wir jetzt auch ab, was mit den Datenschützern da geht sozusagen.
Weißt du, weil die ja jetzt, möglicherweise machen die dazu eine Stellungnahme, wenn die das machen, das wird sich alles erst im Februar, März rausstellen, dann kann man die nächsten Schritte auch überlegen, ne? Und wenn sie es nicht machen, eben auch. Also das ist jetzt erstmal der Schritt, den wir gehen. Ja, aber an sich also ist es klar eine wichtige Idee. Aber den Brief kann man trotzdem unterschreiben, ist immer gut. Also ihr könnt ihn auch anonym unterschreiben. Super, natürlich. Finger weg von meiner DNA.de, merkt's euch, ja? Und unterschreibt.